Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich bin gerade hier auf der Jagd nach der Labras Quest, weil die seit gestern im Spiel ist. Hat eine endlich eingeführt. Ich habe mich ja am Anfang beschwert, wieso keine Labras Quest und wieso nicht, wie bei der Abenteuerwoche, die Quest, wo davor steht, Abenteuerwoche. Und jetzt haben wir es halt beim Wasser-Event, da steht davor Wasser-Festival und dann Doppelpunkt, dann die Quest. Ich habe es hier die ganze Zeit eingeblendet. Meine ersten zwei, die habe ich hier auf dem Weg gedreht und gefunden. Und zwar muss man zwei Mushas entwickeln dafür. Moment, ich muss kurz niesen. So, auf jeden Fall muss man zwei Mushas dafür entwickeln, was schon ziemlich teuer ist. Davor, für Aerodactyl, konnte man ein Kabuto oder ein Ammonitas entwickeln. 50 Bonbons, das ging noch. Aber jetzt muss man zwei Mushas, das sind 100 Bonbons, entwickeln. Was schon ziemlich heftig ist. Da muss man dann auf jeden Fall warten, bis man zwei hat und die dann einlösen. Hab beide eingelöst. 1115 soll anscheinend ein 100er Labras sein. Habe ich natürlich nicht bekommen. Und jetzt bin ich hier. Ich schalte hier meinen Screen Record an. Und zwar ist hier ein Stop, der die Labras Quest hat. Aber ihr seht, ich bin voll. Ich habe bereits zwei Labras Quest. Die holen wir uns jetzt erstmal ab. Und dann, ja, jagen wir heute ein paar Labras Quests. Ein paar Absol unterwegs auch mitnehmen, aber ich bin eher auf Labras Quest Jagd. Hab 200er Labras hier in München bereits verpasst. Passiert, was soll man machen? Jetzt hier nochmal eine Chance, auch wenn die Maps tot sind. Gib mir endlich mehr die Chance. So. Das wird echt schwer, eine Menge zu jagen, weil Mushas Ressourcen sind halt nicht da. Man braucht die Mushas und die Bonbons. 100 Bonbons ist echt eine Menge. Und dann brauche ich auch noch die Bonbons fürs Event, um einen auf Max zu pushen. Also. Aber ein paar können wir auf jeden Fall noch machen. Wenn wir uns erstmal. Vielleicht kriegen wir auch bereits schon einen. Dann müssen wir gar nicht mehr so viele machen. Beziehungsweise dann, danach gar keine mehr. Falls der 100er kommt. 1115. 1075, oh mein Gott. Und? Naja. Hier. Und? Okay, weiter geht's. So, Hotel Erzgießerei Europe wäre der nächste, die nächste Labras Quest. Aber ich habe hier noch zwei. Die muss ich erstmal erfüllen. Und dann kann ich die erst abholen. Ich habe zum Glück auf dem Weg hier gerade eben einen Mushas gefangen. Ansonsten wollte ich schon sagen, wird schon direkt knapp mit dem Mushas. Hätte ich wahrscheinlich den 100er entwickeln müssen, den ich am Ende des Events auf Max pushen will. So. Danach haben wir noch ein paar Labras Quests. Problem ist, wir haben keine Mushas mehr. Okay, Nummer 1. Weg mit dir. Bonbons reichen noch. Zum Glück habe ich da viele bereits angespart fürs Pushen. Fürs Max-Pushen von Mushas. Habe ich vorgesorgt. Haha, Glück gehabt. So. Und Nummer 2. Und weg mit dir. Wir haben bereits zwei 98er Labras, also nicht aus der Quest, sondern allgemein zwei 98er Labras. So, kurze Unterbrechung. Das mit der Arena hat sich erledigt. Moment. Geh mal weiter. Es sind 98% Labras reingekommen. Relativ in der Nähe, also ich dachte, es wäre näher, aber bin auf die letzte Minute gekommen. Nicht 100%, aber 98 geht schon. Das zweite 98er. Diesmal 15 ATK. Ich blende euch eh die Sachen ein, die Infos. Dann seht ihr, was das alles hat. Leider Ackerknacker, aber sonst kann man schon mal mitnehmen. Jetzt muss ich den Kollegen versetzen. Zwecks der Arena. Aber bei ihm nur ein Platz weit, der trainiert sich schon rein. Schafft er schon auch gegen die zwei Heidjagers. Auf dem Weg, also nicht auf dem Weg hier, beim Labras, dann Zuschauer getroffen. Freut mich immer, ein paar Verrückte zu sehen.
die zu jedem Spawn da hinfahren. Shoutout an dich. Und ja, jetzt packe ich es nach Hause, dann können wir dort weitergehen. Es waren heute eh viel zu viele Leute unterwegs, also ich hatte echt immer Unterbrechungen, deswegen am besten gehen wir nach Hause, dann gehen wir nochmal über das neue Update. Das heißt, wir brauchen echt nur einen 100er. Bei Aerodactyl hat man sich noch, also habe ich mich noch über einen 96er, 98er gefreut, weil ich von Aerodactyl gar keinen guten hatte. Aber Lapras, nur 100. Wir steigern uns, aber noch nicht ganz. Ne, so. Holen wir uns die Quest ab. Und weiter geht's. So, hier wäre der nächste Lapras. Aber ich hatte kein Muschas, deswegen musste ich vorbeilaufen. Hab schnell Muschas gefangen. Und jetzt können wir erstmal die zwei abholen und dann nehmen wir die mit und dann auch zum nächsten. Ihr seht, mit den Mushas ist echt knapp. Also Niantic, da habt ihr echt richtig rumgegeizt, nur weil es ein Lapras ist. Also bitte, Lapras ist echt nichts Besonderes, dass ihr daraus so einen teuren Spaß macht. Also ich finde Aerodactyl zum Beispiel krasser und seltener. Aber okay. Lasst uns leiden, Niantic. Hier, Nummer 2. Dann können wir uns wieder zwei Lapras abholen. Schauen wir mal, ob wir mal Glück haben in den Quest. So. Okay, weg mit die Austausch. So. Nummer 1 und ...1075, nicht mehr annähernd. Nummer 2 und ...1094, auch nicht. Und hier haben wir die Quest. Oh, ich komme nicht ganz ran. Wo komme ich jetzt ran? Nee. Wo komme ich jetzt ran? Nee, immer noch nicht. So, da sind wir wieder. Und zwar haben wir hier eine Absol-Quest. Ich muss hier erstmal zwei Lapras-Quests erfüllen. Dann habe ich schnell hier den Absol untergequetscht. Wie nennt man das? Reingeschoben. Weil danach haben wir noch zwei Mushas. Zwei Lapras-Quests meine ich. Das heißt, ich habe Zeit, die Absol-Quest zu erfüllen, bis ich die anderen zwei abgeholt habe, also vor dem zweiten dann noch. Schauen wir mal. Ein fabelhafter Curveball. Müsste machbar sein. Jetzt haben wir hier erstmal zwei Lapras. So. Vielleicht haben wir ja Glück, dann brauchen wir die anderen zwei gar nicht mehr. Das habe ich schon heute den ganzen Tag mir erwünscht, erhofft. So. 1-1-1-5. Nur 3 WP weniger als 100er Aerodactyl, 1118 hatte der. So. Und los geht's, Nummer 1. Nee. Wir kommen nicht mal über die 1100. Und? 1091. Nee, schade. Die anderen zwei müssen wir noch abholen. Okay, Absol Quest leichter erfüllt als erwartet, weil da war Valmer. Ihr wisst, Valmer kann man echt leicht exzellent treffen. Oh, Moment. Ich klicke mal kurz beide an. Ich brauche noch einen Shiny Valmer. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee. Auch nicht. Okay. Jetzt Absol. Ich habe keine Ahnung, was ein 100er Absol aus der Quest ist. Aber Shiny kann er ja auch sein. Shiny schon mal nicht. Und 9,58. Müssen wir später nachschauen. Oder ihr wisst es, dann schreibt es unten in den Kommentaren. So, das war's von meiner kleinen Lapras Quest Tour. Leider nicht erfolgreich. Ich blende hier noch zwei ein, die ich noch gemacht habe.
echt komisch, dass Niantic das jetzt erst eingeführt hat und nicht am Anfang des Events. Dann hätte ich mehr Chancen auf den Lapras gehabt. Und jetzt ist das Event eigentlich schon fast zu Ende. Es geht noch bis Donnerstagabend, aber wer hat unter der Woche schon Zeit dafür? Finde ich echt schade, echt komisch, dass Niantic das so spät eingeführt hat. Keine Ahnung, was da bei denen wieder falsch war. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr schon ein paar Lapras Quests gemacht? Habt ihr schon hunderte rausgezogen? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.